mal, der hat einen Frack. Der Typ hat vorher, hat jetzt einen Frack. Ein Eimer, ein Laken, ein Spaten, scharfkantiger Müll. Ach so, ich muss das jetzt so hinkriegen, dass es so aussieht, wie ich es nachher besuchen werde. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach, das ist jetzt erst ein Totengräber. Ach so, deswegen hat er einen Frack an. Ja gut, das macht Sinn. Das macht ja irgendwie Sinn. Er wird erst zum Propheten. Hallo Fremder, falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben, allerdings ohne Waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn, sollte man das frühzeitig erkennen. Prophet wollte ich allerdings auch mal werden. Leider fand mein Vater, dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau, aber Totengräber werden immer gebraucht. Stimmt. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Und woher willst du das wissen? Bist du etwa ein Prophet? Ob ich Prophet bin? Wer kann denn da schon Nein sagen? Du Glücklicher. Wir könnten die Jobs tauschen. Ich ein Prophet? Ach, das wäre zu schön. Aber ich kann meinen Job als Totengräber nicht vernachlässigen. Ich muss noch diesen Grabstein zu Ende meißeln und das Grab dort ausheben. Ich wollte etwas vorarbeiten. Dummerweise weiß ich nicht, wer in diesem Grab landen wird. Da hast du ja Glück, dass zufällig gerade ein Prophet vorbeigekommen ist. Ich werde in diesem Grab landen. Und das irritiert dich gar nicht? Nö. Ich habe in diesen Tagen weitaus irritierendere Dinge erlebt. Die Herren Sauna auf Elysium ist der Spitzenreiter. Ja, das stimmt. Ah, dann muss das Grab ja jetzt nur noch ausgehoben werden. Wenn du es schaffst, bräuchte ich nur noch das passende Outfit und wir sind im Geschäft. Mein eigenes Grab schaufeln? Ha, meine leichteste Übung. Cooles Outfit. Das ist die traditionelle Robe eines Totengräbers. Und ich dachte, du willst heiraten. Es ist in jedem Fall ein Symbol der Trauer. Oh. Kann ich mir dein Zeug ausleihen? Geduld, mein Freund. Noch bist du kein Totengräber. Zeig mir, was du an der Schaufel kannst und bring mir ein Prophetenoutfit. Dann können wir weiterreden. Immer dieser Leistungsdruck. Na gut. Dann ich verschwinde. Versuchen wir es mal. Tüdelü. Schon wieder so ein Tüdelü. Okay. Ach, da ist ein Laken. Guck mal. Das können wir doch den armen Tropf, der da drin liegt, schon mal abnehmen. So. Und dann stampfen wir uns hier diesen Spaten. So. Ein Laken und Spaten. Wozu brauchen Leichen-Make-up? Ich hoffe, da plant nicht irgendeine davon, heute noch auszugehen. Hey, stopp! Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. Ach so. Nicht gerade der ideale Landeplatz. Ich hoffe, da passiert noch was, bevor ich hier nachher abstürze. Ja, dann holen wir doch mal das ganze Zeug da heraus, Rufus. Pass gut auf. Ich zeige dir jetzt, wie man sein eigenes Grab schaufelt. Eigentlich müsste ich meine Pillen holen. Nein, das hier ist wichtiger. Später. Gut. Bravo. Eine solide Arbeit. Mit etwas mehr Zeit hätte ich noch eine Minibar eingebaut. Du hast das Zeug zum Totengräber. So viel steht fest. Jetzt brauche ich nur noch ein Prophetenoutfit und wir können die Jobs tauschen. Ja gut, okay. Dann, warte, kriegst hier einen Laken. Dann passt das schon. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Ich weiß nicht. Es riecht ein wenig. Das trägt man jetzt so. Na los, rein da.
Na sowas, es sitzt perfekt. Es betont die Schultern und kaschiert dein Zellulite-Problem. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Hier, nimm das Outfit. Dankeschön. Jetzt haben wir schon mal den Frack. Das ging ja einfacher als gedacht. Das ging ja echt schon gerade leichter als gedacht. So, können wir uns jetzt den Eimer mitnehmen? Ah, okay. So, die schlafenden Schrottritter? Die wecke ich lieber nicht auf. Wenn sie mich wiedererkennen, ist der ganze schöne Determinismus am Arsch. Ach so, ja gut, stimmt. Das dürfen wir ja nicht. So, was haben wir jetzt hier? Die Bowlingkugel? Ja, das weckt Erinnerungen. Poliermaschine? Die sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist genau stimmt. Da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Stimmt. Dann quatschen wir mal hier mit dem Seher. Hallo mal wieder. Kennen wir uns? Na klar. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Portafisco. Und gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, hast du genau dasselbe gesagt. Obwohl, das kommt ja erst noch. Oh. Warte mal kurz. Du, Vince, wäre es sehr dumm, jemanden anzusprechen, der mich heute Abend noch nicht kennen wird? Ja, das wäre tatsächlich sehr schlimm. Habe ich etwa vergessen, das zu erwähnen? Ja, hast du. Na, dann ist ja gut, dass du noch daran gedacht hast. Ja, nicht? Ja, super. Oh je. Jo, weh. Kannst du vielleicht einfach mal vergessen, dass wir uns gesehen haben? Nicht, wenn du dich so seltsam verhältst. Ach, komm schon. Es ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir die Zukunft voraussagen. Okay. Na dann. Welches sind die Huttrends der Zukunft? Ein nicht unwichtiges Anliegen. Ich befrage die Kugel. Was immer diese Huttrends immer. Murmel. So ein Karlauer. Warte mal. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Frack und einen Ring? Erheiternd, dass du das fragst. Ich bin sogar überzeugt davon. Sehr gut. Oh Gott, er redet mit sich selbst quasi. Oh, warum kommt mir das nur so bekannt vor? Oh Gott. Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Glatze. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Wiederhutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Ja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ja. Ich erkenne nur ein Wort. Extravagant. Kannst du damit etwas anfangen? Ach. Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Das werden wir gleich haben. Ich frage mal jetzt die anderen Sachen erstmal ab. Seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Oh. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Es gibt keine Zukunft mehr. Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Das werden wir gleich haben. Na nun, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Oh je. Wirst du vergessen, dass ich hier war? Dazu brauche ich nicht in die Kugel zu gucken. Die Antwort lautet nein. Mist. Wiederhutmode. Nochmal? Naja. Ich glaube, wir müssen nicht die richtige Frage erstmal abwarten.
Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Bauhelme. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Nochmal Hutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Alter. Ich befrage die Kugel. Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode. Ich glaube, es kommen die Hütchen. Bauhütchen? Ich erkenne nur ein Wort. Warnhütchen. Warnhütchen. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Nochmal Hutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Ich glaube, jetzt kamen Turbane. Oder waren wir dann, hatten wir noch irgendwas? Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Aluhüte. Kannst du damit Stimmt etwas aber noch, anfangen? Die Aluhüte. Ja, aber... Ja, und ich glaube, jetzt müssen die Turbane kommen. Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Die Kugel hat gesprochen. Die Antwort lautet... Turbane, ich wusste es immer. Und nun entschuldige mich bitte. Ich habe da einen spannenden Artikel gesehen. Ach, so kam das dann rein. Okay. Okay. Die hatte er doch vorhin noch nicht. Oder vielmehr nachher nicht mehr. Ja, dann nehmen wir ihn ihm doch weg. So. Dann haben wir es. Ein Frack haben wir? Nein. Hier ist ein Schalter auf der Unterseite. Ich frage mich, was haben wir denn da? Das ist ja gar keine Kristallkugel. Das ist ein tragbares Zeitportal. Ach, diese ganze Hellseher-Nummer ist nichts als ein Schwindel. Oh. Bohrer? Ja, dann nehmen wir den Handbohrer mit. Gut, dass er nicht an war, als ich vorhin in die Kugel gegriffen habe. So, was haben wir dann noch? Ich glaube, der hatte doch noch Hammer und Meißel. Das fehlt doch auch noch. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Achso, ja, bla 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 bla. Hier, Bohrer. Er hat schon zwei Jobs. Zu Ach so. Oft umschulen wirkt irgendwann auch nicht mehr gut im Lebenslauf. Ach so. Ja, okay. Warte mal. Die Kugel fehlt. Standen die Pins später auch schon da? Ich glaube, nein. Nanu? Hier ist nicht. Ja. Was haben wir denn da? Das ist ja gar keine Kristallkugel. Das ist ein Also, was sagt das? Ja, aber wir können ja hier nichts mehr rausgreifen. Ne, hier ist ja alles... Nee, brauchen wir nicht. Wir müssen aber hier noch die Kugel hinkriegen. Aber wie machen wir das denn? Warte mal. Oh, nein. So. Und jetzt hier mit Farbe?
Bowlingkugel. Oh. Nanu, wo ist sie geblieben? Oh. Oh. Was ist passiert? Wo bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Glück gehabt. So. Glück gehabt. Jetzt kann er sich wirklich nicht an uns erinnern. Wir sind ja fertig. Gummi. Ach, guck mal. Das war lustig. Wir sollten das unbedingt mal wiederholen. Ach nee, lass mal, Vince. Hä? Nein, hier ist eine Hochzeit. Was ist denn jetzt kaputt? Rufus, hier drüben! Da wartet jemand. Na endlich! Wo bleibst du denn? Immer mit der Ruhe. So einen Frack findet man ja nicht einfach so auf irgendeinem Friedhof. Höchstens auf dem Secondhand-Friedhof. Aber hier sind mittlerweile Jahre vergangen. Was? Den Antrag habe ich hier schon längst gemacht. Ach so, dann brauchst du die Sachen gar nicht mehr? Im Gegenteil, ich brauche sie dringender denn je. Die Hochzeitsgesellschaft wartet schon. Hast du alles? Fast. Den Frack habe ich. Fehlt nur noch der Ring. Aber der ist doch das Wichtigste. Keine Panik, ich deichsel das schon. Beeil dich bitte. Was jetzt? Vor allem, wer ist die Braut dahin? Ist das Rita? Hier stehen alle? Ist ja krass. Ich wollte da hin. Aber hier habe ich nichts. Hier ist gerade überhaupt gar nichts. Okay. Na schön. Gucken wir mal hier Richtung Zukunft. Ein Planungstisch. Na toll. Der Architekt ist auch futsch. Wer verklickert mir denn jetzt, wo ich diesen dämlichen Ring herbekomme? Es sei denn natürlich, ich fände einen Weg, mir sein mysteriöses Insiderwissen anzueignen. Aber der stand doch da, der Architekt. Der stand doch da in der Hochzeitsgesellschaft. Der ist doch da. Und da scheint irgendwas hinter seinem Tisch zu sein. Da. Tja, damit hätten wir den Ring. Wegen Hochzeitsvorbereitungen geschlossen. Okay. In so einem kleinen Kaff muss man zu... Ja. Guck mal, Rocco hat sich auch schon umgezogen. Hier, guck mal, wir haben den Ring. Wir haben einen Ring. Und? Hast du den Ring besorgt? Ja. Was denkst du denn? Da hast du. Tausend Dank. Du bist ein echter Freund. Ein echter Freund, der jetzt freie Bahn hat. So. Endlich. Auswahl rechts. Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Ach so. Ja, dann müssen wir, das halt akzeptieren. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Aua. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Nicht in Kuwak, so viel steht fest. Nee. Was ist das denn? Oh nein, eine Hier Pfütze. Hier suppt die ganze gute Tachyonenschlonze in den Wüstenboden. Was für eine Verschwendung. Na super. Zeiger, Mommet, ein Zeltlager, eine Armbrust, ein zum Berg und das Timeport. Na super. Das Timeport sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Ja. Na super, das mal gucken. Also. Ich kann zwar nach Portalen scannen, aber ich kann sie nicht öffnen. Da ist eins. Da oben ist eins. Und es erkennt auch wieder nur das eine Portal, durch das ich gekommen bin. Ach so. Verdammt. Oh Gott, das wird ja immer schwieriger. Oh Gott. Ach du Scheiße. Okay. Oh Gott, ich muss mich gerade erstmal strecken. So. Ja.
Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo gelandet. Irgendeiner Wüste. Wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Okay. Aber ich würde für heute hier an der Stelle erstmal wieder beenden. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, wo wir hier jetzt gelandet sind. In irgendeiner Zeitwüste. Und dann sehen wir mal weiter, wie es jetzt hier weitergeht. Hier haben wir irgendeinen, hier geht es noch irgendwo zu einem Berg hin. Und dann gucken wir mal. Meine Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich würde sagen, bis dann. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Macht's gut. Ciao.